Es ist Sommerzeit und was gibt es da Schöneres, als das Wetter an einem der zahlreichen Badeseen in unserer Region zu genießen. Derselben Meinung sind auch Melissa und Julian. Die beiden wollen ihren Tag gern an der Blauen Lagune in Wachtendonk verbringen und mal schauen, was der beliebte See so zu bieten hat. Beide haben allerdings unterschiedliche Vorstellungen von einem perfekten Sommertag. Ich bin heute hier, weil ich will natürlich erstmal die Sonne genießen, aber der Sport darf bei mir nicht zu kurz kommen. Deswegen werde ich auf jeden Fall hier die Sportangebote mal testen, zum Beispiel Wasserski fahren oder Volleyball spielen. Ich werde es halt ein bisschen entspannter angehen lassen, mich ein bisschen sonnen, ins Wasser gehen, wenn es nicht ganz so kalt ist. Ja, vielleicht mal auch irgendwie was trinken gehen, mir die Leute hier ein bisschen angucken und ja, mal gucken, was der Tag so bringt. Aber erstmal heißt es, ab in die Umkleide und Badesachen anziehen. Hier muss die Kamera allerdings draußen bleiben. Zeit für ein kurzes Zwischenfazit. Die Blaue Lagune liegt verkehrsgünstig direkt an den Autobahnen A40 und A61 und bietet dazu auch noch jede Menge Parkmöglichkeiten. 6 € kostet eine Tageskarte, Schüler und Studenten zahlen sogar nur 3 €. Nach 17 Uhr wird's nochmal 50% günstiger. So, das Badeoutfit sitzt, jetzt heißt es in die Sonne legen und erstmal entspannen. Und das ist genau nach Melissas Geschmack. Julian hingegen lockt schon das Wasser. So, jetzt aber genug gechillt, jetzt brauche ich endlich Bewegung. Ich bleib noch ein bisschen hier liegen und sonne mich. Wie ist das Wasser so? Perfekt! Während sich der Sportstudent schon auf den Weg zur nächsten Attraktion macht, genießt die Mönchengladbacherin noch die Sonnenstrahlen auf ihrer Haut. Ausschau halten nach attraktiven Jungs gehört da natürlich zu. Hallo, ich würde gerne einmal Wakeboard fahren ausprobieren. Okay, bist du schon mal gefahren? Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Okay, weißt du, ob du links oder rechts vorne bist? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Okay, du bist doch noch nie Snowboard oder irgendwas mit dem Board gefahren. Nichts, also würde ich vorstellen, dass du besser damit Ski fährst, weil das ist das Einfachste. Und mit dem Wakeboard musst du schon mal erstmal deine Richtung wissen. Und ich würde vorschlagen, Skien. Ja, bist dann fahr ich über Wasserski. Ja gut, dann machen wir Wasserski. Ja, alles klar. Dann fehlen jetzt nur noch eine Schwimmweste und ein paar Wasserskier. Wie man sich am besten auf dem Wasser anstellt, bekommt Julian von Sebastian erklärt. Okay, du hast das noch nie gemacht, ja? Nein, noch nie. Super, habe ich gleich was zu lachen. Ja? Toll, danke. Mindestens bis zu dieser roten Rampe, auch wenn wir auf der großen waren, ja? Mindestens bis zu den Rampen, so tief in der Hocke bleiben, wie es geht und den Körper anspannen. Mehr musst du nicht machen, okay? Alles klar. Ja, war sehr gut. Machen wir noch einen Start hier und dann gehen wir rüber an die große Bahn. So, jetzt nach dem Sport werde ich mir erstmal schön den Nudelsalat von meiner Mutter gönnen. Da freue ich mich echt schon drauf, ey. Ja, und ich teste dann mal hier, was es hier so Leckeres gibt. Mach das, dann sehen wir uns später. Ja, okay. Während sich unser Sportfreak mit dem Nudelsalat begnügt, schaut Melissa mal, was die Blaue Lagune noch so zu bieten hat. Hallo. Hallo. Ich hätte gern einen Caipirinha. Ja. Danke. Und, schmeckt's? Mhm, sehr lecker. Und was wäre das für ein Tag am See ohne eine Pommes? Auch hier wird man schnell fündig. Während die Sonnenanbeterin noch ihre Pommes verputzt, ziehen wir noch mal ein kurzes Fazit. Wasserski- und Wakeboardfahrten werden an den wenigsten Badeseen angeboten. Und 16 € pro Stunde kann man doch relativ gelassen in Kauf nehmen. Für das leibliche Wohl gibt's an der Blauen Lagune allerhand und das auch zu humanen Preisen. So komm, jetzt hast du genug gefaulenzt, jetzt kannst du auch noch mit einer Runde Frisbee spielen. Mann, jetzt willst du mich echt ärgern damit. Los. Aber wenn's sein muss. Ja, also ich fand, es war ein richtig schön entspannter Tag, genau wie ich es mir vorgestellt habe. Schön sonnen, relaxen, lecker was gegessen, was zu trinken gab es ja auch, was sehr lecker war und ja, war schön. Die Leute waren auch super nett, direkt beim Beachvolleyball wurde ich mit eingeladen mitzuspielen, also man kann sich mit allen unterhalten und einfach alle super nett und zuvorkommend.